Ich befinde mich hier auf dem Flughafen Las Palmas auf Gran Canaria. Ich fliege gleich weiter nach La Gomera. Ich hatte 3 Tage Aufenthalt hier, leider nur begrenzte Möglichkeit zu fischen. War 3-mal am Wasser, dazu komme ich aber später nochmal genauer. Jetzt fliege ich weiter nach La Gomera, wo ich hoffe, mich auf das Angeln richtig konzentrieren zu können. Am schnellsten hoppt man von Insel zu Insel mit der Fluglinie Binter Canarias. Da ich im System noch als Residente permanente registriert bin, ist es für mich auch die billigste Möglichkeit. Für Touristen ist es meist günstiger, die Fähren von Naviera Armas zu nehmen. Auch per Schiff kann man also alle anderen kanarischen Inseln besuchen. La Gomera war die einzige Insel, auf der ich noch nicht war. Während der sogenannten Corona-Pandemie wollte ich mehrfach rüber, was aber jedes Mal durch Reisebeschränkungen verhindert wurde. Nun 2023 musste ich eine lange Reise von Norwegen aus antreten, da ich eben von den Kanaren nach Norwegen gezogen war. Mein Geidingers Wolfgang, der zuvor wiederum nach Teneriffa gezogen war, holte mich freundlicherweise mit seinem Auto ab. Er hatte mit der Fähre nach La Gomera übergesetzt. Ich hatte uns ein kleines, ruhiges Fischerdörfchen im Süden der Insel ausgesucht, wo wir schon am Nachmittag einige Spots erkundeten und ein paar Probewürfe machten. Dann mal los! Sind alles Bluefisch, glaube ich. Die sind ein bisschen irritiert. Ihr seid ein bisschen klein dafür, ne? Guck her, Bluefisch. Kommen nach. Ja, die ist ein bisschen langweilig. Die wollen nur unterhalten werden. Die sind auch ein bisschen klein für die Pfanne. Siehst du nicht? Aber du hast keine Poolbrille an. Das sind so an die 10 Stück Bluefisch in dieser Größe etwa. Die Hafenmole direkt an einer Felswand gelegen und mit sichtlich viel Fisch wäre eigentlich ein traumhafter Angelspot. So sah es zumindest für mich auf Google Maps und Navionics aus. Aber man hat hier EU-Gelder im wahrsten Sinne des Wortes einfach tonnenweise ins Wasser geworfen. Mit einem Bruchteil der Steine hätte man eine wunderbar begehbare und statisch sinnvolle Mole bauen können. Da ist der Schatten. Ist das ein Barracuda? Wahnsinn. Ja, so ein schönes Exemplar. Hier ein großer Kugelfisch mir unbekannter Art. Darunter ein Rochen. Die Fischdichte und Artenvielfalt um La Gomera ist jedenfalls wesentlich größer als die von Gran Canaria. Ja, man sieht es da hinten, das ist ja Wahnsinn. Jetzt Highspeed, richtig Highspeed, ganz schnell, so schnell wie du kannst. In diesem Hafen wird das Angeln tatsächlich geduldet. In den meisten anderen Häfen auf den Kanaren ist das Angeln streng verboten und meistens kommt auch sofort die Polizei. Ja. Aber guck mal, was die für eine Geschwindigkeit haben. Und wir haben einen Eidechsenfisch. Einen weiteren. Wo hast du die Nussschale denn her? Wolfgang hatte sich mit seinem Needlestick zu nah an die Schiffstaue rangewagt und hing jetzt fest. Der kam vom Needlestick. Irgendwo hatte er dieses Ding aufgetrieben, was aussah wie eine schwimmende Eistruhe ohne Deckel, hatte aber einen einheimischen Besitzer, dem nun eine Feder aus dem Hut sprang. Schöne einsame Bucht mit versperrtem Zugangsweg auf eine vermutlich ehemalige Fischereimole und Pescadores Canarios. Dieser Kran wurde wahrscheinlich genutzt für die großen Thunfische rausheben und der menschliche Kran da, der hebt wahrscheinlich gleich Papageifische raus. Endlich der Eidechsenfisch, der darf natürlich nicht fehlen auf den Kanaren. Ja, kann man leider nicht viel mit anfangen. 2 Haie. Entgegen meiner Regel, dass man morgens nur kleine Räuber fängt, hatte ich mich dennoch aus dem Bett gequält. Ja, was Kleines. Was Kleines, ein Agucha schätze ich, oder einen kleinen Pererei. Na, gucken wir mal, was wir da haben. Was haben wir da Kleines gefangen? Ich kann es kaum sehen. Oder? Ui! Kleinen Barracuda, trotzdem, der kommt in die Pfanne. Ich hoffe, hier sind noch ein paar größere Barracuda-Schwärme. Jetzt nicht gerade die Krönung. Hey.
Ja. Nichts Großes tatsächlich, aber ein Fisch. Hä? Da ist. Oh, ein mega Eidechsenfisch. Ein Eidechsenfisch auf dem Popper. Und was für eine Attacke. Ich dachte schon, ein guter Bluefisch. Perfekte Größe für einen Bluefisch. Als Beute. Ja, schnappbarer. Das? Ja klar. Das ist kein Problem für den. Gerade mal diese Größe ist perfekt. Nicht nur der Bluefisch und ich mögen Barracuda. Nachts wollte ich einen Rochen füttern und der kam mir doch tatsächlich auf die Hafentreppe an Land entgegen, um sich die Reste des Barracudas zu schnappen. Ja, hier. Da ist er. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, der hätte dann mal so 1,20 Meter Durchmesser. Minimum. Das dürften wir so auf, ich guck mal gleich, auf 500 Meter sein oder so. Ja. Am nächsten Tag ein Trip zur Inselerkundung und zu einem neuen, aber bekannten Spot. La Gomera hat ungefähr die Geometrie einer Kokosflocke, innen mit einer leckeren Magmafüllung. Es ist also praktisch ein einziger Vulkankegel, bei dem etwas die Spitze eingestürzt ist. Um von einem Ort zum anderen auf dieser Zweitglanzen der Kanaren zu kommen, gibt es nur die Möglichkeit über die Inselmitte. Und hier findet sich auch der weltberühmte Lorbeerwald. Wir sind ungefähr auf 1200 Meter mitten im Lorbeerwald von La Gomera. Wirklich sehr eindrucksvoll. Habe ich auf anderen kanarischen Inseln noch nicht gesehen. Boden voller trockenem Laub, natürlich ziemlich gefährlich für einen Waldbrand. Am frühen Abend erreichten wir dann Valle Gran Rey. Das ist so der Touri-Ort auf La Gomera. Da die Insel aber keinen internationalen Flughafen besitzt, gibt es hier keinen Massentourismus. Und dann im schönen Sonnenuntergang allein an der Mole fischen. Das wäre doch ein Traum. Ja, und es wird auch hier garantiert immer nur ein Traum bleiben. Denn leider hat dieser Topspot den Charme eines öffentlichen Pissoirs und roch auch so. Zudem auch noch jede Menge Anfänger und Amateure mit überkreuzten Schnüren und Hängern. Super. Sicher kann man hier einen Traumfisch fangen, aber dazu muss man sich auch an die Öffnungszeiten halten, zwischen 6 und 22 Uhr. Na gut. Ja, und dann, im wahrsten Sinne des Wortes, kurz vor Toreschluss, ging dann aber noch was. Kann man ein bisschen Gaffen oder rausheben? Ein bisschen zur Seite. Ja, da haben wir noch einen. Können wir jetzt direkt ein fangfrisches Foto machen. Zumindest ein gutes Beispielfoto, wie realistisch 100% Catch and Release ist. Oben auf den Knopf drücke, auf den Knopf. Alles klar, ich habe die gleiche, fast die gleiche. Ja, die ist aber scheiße, gell? Ich bin froh, wenn die irgendwann mal kaputt ist. Dass ich mir eine neue kaufen darf. Viele der Aufnahmen in diesem Video sind mit der Akaso Brave 7 gemacht worden. Kann ich nicht empfehlen, die Tonqualität ist extrem schlecht. Hier hört ihr mal ein kurzes, unbearbeitetes Original. Und auch die Bildqualität muss nachbearbeitet werden. Immer diese Akrobatik, furchtbar. Auch die kleine Mole, der vermutlich nach einheimischen schlechtere Platz daher kaum befischt, war relativ schwer begehbar. Oh, geht doch einigermaßen. Hier habe ich meine Wattschuhe mit Filzsohlen an, um einen überspülten Stein zu erreichen, der aber direkt an der Wasserkante lag. Ich hatte einige gute Bisse, doch nichts blieb hängen. Ich vermute, es waren Hornhechte. Die kanarischen roten Felsenkrabben fühlten sich offensichtlich dennoch gut unterhalten. Letzter Tag, genauer gesagt letzte Stunde auf La Gomera, da gibt es nur noch einen, der den Film vielleicht retten kann. Der Needlestick.
solchen Fisch. Ja, das haben wir da was Schönes. Da hängt aber auch schief, hä? Wenn ihr meine anderen Videos kennt, wisst ihr, dass ich hier verhältnismäßig vorsichtig drille. Ich wollte erreichen, dass der Fisch sich draußen austobt, damit der Fisch relativ müde ist, wenn ich ihn vor den Felsblöcken landen muss und ihn womöglich da verlieren würde. Doch es schien, der Räuber hatte sich genau den gegenteiligen Schlachtplan zurechtgelegt. Ich spürte zwar das Gewicht, aber relativ wenig Kraft. So konnte ich nicht beurteilen, um welche Fischart es sich überhaupt handelt. Das zu wissen, ist aber für die Planung des Drills und vor allem für die Landung enorm wichtig. Das ist jetzt ein richtig großer Fisch. Großer Fisch. Endlich am letzten Tag auf La Gomera. Großer Fisch. Das ist übrigens die Reiseroute, die ihr schon aus einigen meiner Videos kennt. Seit 2016 begleitet sie mich. Ich verlinke euch mal einige Nachfolgemodelle. Muss eine Sierra sein. Muss eine Sierra sein, sagte ich hier. Das ist auf Deutsch ein atlantischer Bonito. Der strebt auch oft mehr Richtung Grund. Scheiße. Ja, und da passierte genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Der Fisch zog um die Spitze der Molensteine in den mit Bojen abgesperrten Badebereich. Ja, hier seht ihr übrigens das Teleskopreisiger vom Einsatz, das ich euch in einem früheren Video vorstellte. Komm. Ja. Ja. Ja, nach dem nervenaufreibenden Drill mit einem guten Bluefisch musste ich mich erstmal setzen. Vielen Dank nochmal an meinen Guiding-Gast Wolfgang für den Trip und die geilen Fotos.